Männer, die auf Ziegen starren. Ich habe ihn nie gesehen. Nö. Wozu sich einen Film angucken, wo Männer auf Ziegen starren? Wenn man einen Film sehen kann, wo Männer mit schwerer Artillerie auf Ziegen feuern. Ja, okay, es war keine Ziege, es war ein Schaf. Just a prank. Aber ich brauchte den Joke für meine Einleitung, also... What else? Seid ihr bereit für Blut? Seid ihr bereit für mehr Blut? Seid ihr bereit für den ultimativen Showdown? Schuldest du mir noch ein Bier, Ossi? Seid ihr bereit für Hilarious-Dialogs? Oh ja, ich verstehe schon, falls wir Unschuldige umnieten. Aber vergiss nicht, Ossi, wir sind nur autorisiert, Gewalt auszuüben, wenn die Erde bedroht ist. Und der Mond. Ja, und der Mond. Seid ihr bereit für Buddy-Movie-Bromance? Mensch, Ossi. Hier, nimm das. Oh, ich rauch doch nicht. Oh. Und seid ihr bereit für ein paar echt miese Bastarde? Bastarde! Bastard! Du Bastard! Nicht nur ein Bastard, sondern eines Verräters Bastard. Seid ihr bereit für ein klein wenig schlechten Geschmack? Dann willkommen zu Bad Taste. Der Kultfilm-Review auf dem Kanal mit dem wunderbar gängigen Namen Kreativ, aber Scheiße. Willkommen bei Kreativ, Kreativ, aber Scheiße. Kreativ und Scheiße, ich bin kreativ, er ist Scheiße. Filme machen ist ein Verbrechen, für das man nicht verurteilt werden kann. So der junge neuseeländische Filmmacher über sein Werk. Jahre hat er gebraucht, um seine Vision zu verwirklichen. Zwischen 1983 und 87 drehte der Jüngling mit Freunden und Familie, meistens am Wochenenden oder immer, wenn Zeit war. Budget hatte er keins. Alles, was er hatte, war sein Enthusiasmus. Was er bekam, war Erfolg. Der Film feierte seine Uraufführung 1988 auf den französischen Filmfestspielen in Cannes und war der erste große Erfolg des jungen Filmemachers, der später mit seiner Herr-der-Ringe-Trilogie in die Geschichte eingehen wird. Ja, Bad Taste, vom Macher von Herr der Ringe. Peter Jackson feierte hier sein Spielfilmdebüt. Jetzt kannst du mal eine scharfe Nummer erleben. Witzig, oder? Geschmackloser Horror ist wahrscheinlich das, woran die wenigsten denken, wenn sie den Namen Peter Jackson hören. Derweil die meisten großen Filmemacher im Horrorgenre angefangen haben. Sam Raimi beispielsweise, bekannt für die ursprüngliche Spider-Man-Trilogie. Und ganz ehrlich, ohne diese Spider-Man-Trilogie wären Comic-Verfilmungen nicht so groß, wie sie es heute sind. Naja, auf jeden Fall hat er, also Raimi, seine Karriere mit Tanz der Teufel begonnen. Und Tanz der Teufel ist ein gutes Stichwort, denn die Legende besagt, dass Jackson den Film sah und sich dachte, sowas könne er auch machen. Und so keimte in ihn die Idee zu Bad Taste. Wobei, handelt es sich hier um einen Horror- bzw. Splatter-Film? Nein. Es versteht sich mehr als eine Art Parodie auf das Genre, gespickt mit vielen Slapstick-Elementen und komödiantischen Einlagen. Der hohe Gewaltgrad steht dazu im Kontrast. Dieser Typ hier zum Beispiel. Im Film erleidet er einen Unfall. Danach droht ihn immer wieder, die hintere Hälfte seines Schädels aufzuklappen und ihm ein Stück Gehirn rauszufallen. Die Idee ist makaber, das Ergebnis nicht ernst zu nehmen. Ach übrigens, Ladies and Gentlemen, Peter Jackson. Der Plot gestaltet sich ebenso, ich sag mal, skurril. Es geht um Aliens, die uns menschliche Rasse unterwandert hat und uns zum Fressen gern hat. Ladies and Gentlemen, auch Peter Jackson. Hier in Kaihoho, ein kleines verschlafenes Küstennest,
Die Bewohner allesamt verschwunden. Nein, entführt, geschlachtet, zerstückelt und in Fallschachteln verpackt. Kleine Lageristen-Trevier, das sind keine Pappkartons, das sind Fallschachteln. Dies alles geschah auf Befehl von Lord Crump, der den Homo Sapien als neue Delikatesse, ja als gar leckere Leckerei für seine intergalaktische Fastfood-Kette haben will. Willkommen, meine Freunde. Die Arbeit ist fast getan. Morgen fliegen wir nach Hause. Sicher seid ihr froh, diesen Scheißplaneten endlich wieder zu verlassen. Wenn die Fastfood-Behörde erst einmal eine Kostprobe verzehrt und die Erlaubnis zum Massenabschlachten erteilt hat, dann wird dieser miese kleine Planet überquellen von einer Kette von Homo Sapiens Feinschmecker-Restaurants. Und innerhalb eines Jahres wird ein Riesenfleischwolf vom Himmel steigen und keine Armee der Erde wird diese Traumburger-Maschine stoppen können. Ich sehe, die Schleimsuppe ist fertig. Ein exquisites Bouquet, Robert. Ja, ich habe mir einen anständigen Schluck genehmigt. Ladies and Gentlemen, Peter Jacksons Dad. Durch die Kontakte seines Vaters bekam er übrigens auch die Erlaubnis, an diesem Gebäude, was unter Denkmalschutz steht, damals wie heute drehen zu dürfen. Ich war schon sehr beunruhigt, als sie zum ersten Mal auftauchten und Rauchbomben in den Bäumen zündeten. Wenn sie etwas verstellt hatten, dann sie später wieder an seinem rechten Platz. Mrs. Jackson war übrigens fürs Catering zuständig. Ich hatte sehr viel Spaß, als sie alle hier einfielen und wir gebackene Bohnen auf Toast aßen. Peter sagte zu mir, ich sollte gebackene Bohnen besorgen, da es eines seiner Leibgerichte ist. Und so kaufte ich einen riesigen Vorrat an Bohnen ein. Wir haben immer noch welche hier, was mich an die Dreharbeiten erinnert. Wir gehören irgendwie zu den Jungs. Wie bereits erwähnt, bestand die Crew größtenteils aus Arbeitskollegen, Freunden und Familie. Und das waren, ohne Mama und Papa mitgezählt, genau 7. Inklusive Schauspieler, Komparsen und Statisten. Schauen wir uns die Jungs einmal genauer an. Craig Smith. Er arbeitet im Büro für innere Angelegenheiten und wurde das Opfer. Dean Laurie. Ein Gärtner in den Grünanlagen von Wellington City. Spielt einen Bösewicht mit dem unstillbaren Verlangen nach Rache. Ken Hammond, Anzeigenberater einer Tageszeitung, starb 23 Mal als Außerirdischer in den verschiedensten Verkleidungen. Fotolithograf und Arbeitskollege Terry Potter landete im Heldenteam mit mehr Waffen, als er vertragen konnte. Pete O'Hearn, Postangestellter und Schulfreund von Peter Jackson, kam als Erster mit dem Blut des Films in Verbindung. Mike Minette, ebenfalls Lithograf und Arbeitskollege von Peter, als sie alle zusammen bei der gleichen Zeitung arbeiteten, komplettierte das Team von Idealisten und wurde Anführer der Heldentruppe. Größte Leistung hat ohne Zweifel der Herr der Ringe selbst an den Tag gelegt. Er schrieb das Drehbuch, führte Regie, spielte eine Doppelrolle und alles andere, alle Special Effects, alle Masken, alle Waffen hat er eigenhändig selbst gebaut. Sie sollten auf alle Fälle echt aussehen. Diese Magazine bestanden nur aus Holz mit einer Carbonlackierung. Die Herstellung war recht simpel. Die meisten Effekte sollten so einfach wie möglich sein. Wenn beispielsweise einer der Schauspieler mit einer Machete am Kopf getroffen wird, ist das nur eine Attrappe. Hier ist noch ein Schlauch für Blut dran. Passt wie angegossen. Ich hatte eine Schüssel mit Material aus einem Dentallabor, das zur Herstellung von Zahnfüllungen verwendet wurde. Das Zeug trocknet in einer Minute. Ich holte also tief Luft und steckte meinen Kopf in die Schüssel. So entstand sehr schnell der Gipsabdruck meines Gesichtes. Von den vorhin erwähnten Gebäuden musste er übrigens 3 kleinere Modelle anfertigen. Ein 5 Meter großes, ein 1 Meter und ein kleines aus Karton.
Und vielleicht könnt ihr jetzt verstehen, was ich vorhin meinte, als ich sagte, dass alles, was der Film hatte, Jacksons Enthusiasmus war. Fun Fact am Rande, die Kopfform der Aliens kam zustande aus Mangel an Platz, da er die Latexmasken in einen gewöhnlichen Küchenherd im Haus seiner Eltern backen musste. Ich hatte schon einen Menüplan für das Abendessen aufgestellt, aber schließlich aßen wir nur Würstchen, da er den Ofen zum Backen brauchte. Ladies and Gentlemen, Peter Jacksons Mom. Ist sie nicht goldig? Ich kenne ihn sehr gut und er hatte schon immer einen großen Sinn für Humor. Aber manchmal hat er auch eine starke Verbindung zum Horror. Ein Hang zum Horror und zur schwarzen Komödie, verwoben in einen skurrilen Plot. Das Ergebnis, eine Kuriosität reicht der Nächsten die Hand. Die Hand, die diesen Onkel hier fehlt. Dieser Schemen im Schatten ist übrigens die oberste Instanz eines Geheimbundes, der sich gegen die Aliens zur Wehr setzt. Er zündet sich übrigens seine Zigaretten mit einem Feuerzeug in Form einer Hand an, wahrscheinlich um seinen eigenen Verlust wettzumachen. Woher diese körperliche Beeinträchtigung stammt, bleibt spekuliert. Wichtig ist nur, er setzt zum Gegenschlag an. Und für das Auftreten von Aliens gibt es in dem filigranen Plot von Bad Taste nur eine Antwort. Eine geheime Spezialeinheit, genannt The Boys. Meet the Boys! Meet Barry, the Boss! Mach dir keine Gedanken, ich bin ja nicht von gestern. Danke, Derek. Meet Derek, the Brain! Bier mit einem Schuss Cyanid trinken aus kleinen. Meet Ozzy, the stereotypical weapon fanatic. Ich nenne die Magnum. And meet Frank, the cigar smoking, punchline speaking. Er ist der Schönling, oder? Ja? Er ist der Schönling. Ja. Ja, der Typ ist hässlich. Der sowieso? Ja. Meet Frank, the handsome. Together, they fight against pure, evil alien terror from outer space. And they drive in the Beetlemobile. These boys are the boys. Ob es an der Chemie zwischen diesen Vieren liegt oder einfach nur an der trashigen deutschen Synchro, kann ich nicht sagen, aber diese vier, die Boys, sind echt das Beste am ganzen Film. Vor allem Peter Jackson als Derek ist so unglaublich overacted und die Interaktion zwischen ihnen sind einfach nur prächtig. Jedenfalls dauert es nicht lange, bis die Boys mit den Aliens in Kontakt treten. Sie schaffen es sogar, einen von ihnen gefangen zu nehmen. Jetzt ist es Zeit, Verstärkung zu holen. Wer nicht er wäre. Er, der barmherzige Samariter, der Spendensammler. Er, die Damsel in Distress. Er, der dumm genug ist, sich von den Aliens gefangen nehmen zu lassen. Jetzt heißt es, für die Boys zu handeln. Die Pflicht ruft und die Ehre sagt, den Ruf zu folgen. Wir müssen zurück ins Büro, Verstärkung holen. Dafür brauchen wir einen Tag. Und der Rest, der blöde Papierkram, der braucht 2 Tage. Ja, bis dahin kann dieser Kassierer-Typ tot sein. Wenn er es nicht schon ist. Hey, wir gehen rein. Nach Mitternacht. Werden die Boys es rechtzeitig schaffen? Werden sie die Alienrasse aufhalten können, bevor die mit ihrem Hausraumschiff davonfliegt, zu ihren Heimatplaneten? Aber die wahrscheinlich wichtigste Frage. Was hat der Typ da im Gesicht? Da, seht ihr das? Da, da! Da gibt's eine Lösung. Silent Sperm. Silent Sperm, davon habe ich ja noch nie gehört. tut mir leid, das musste sein. Jetzt guckt mich nicht so an. Das war nicht... Eigentlich war es seine Idee. Ja. Normalerweise, und ich find's toll, weißt du, normalerweise haben wir beim Videodreh immer so viele verschiedene Sachen, wo wir uns gegenseitig fertig machen, weil der eine will das rein, der andere will das. Aber heute gar nicht. Heute ist das Arbeiten mit dir voll angenehm. Überfordere mich nicht. Es ist hilarious.
als wäre er ein ganz anderer Mensch. Gut, dass ich kein echter Schauspieler bin, sondern nur ein kleiner Honk. This is the greatest day of my life! So, ein paar abschließende Worte finden. Bad Taste ist Trash. Und doch auch wieder nicht. Er ist mehr die Summe der nicht vorhandenen Mittel, die einen jungen, aufstrebenden Filmemacher zur Verfügung standen. Mir gefällt der Film, weil er weiß, was er ist, daraus kein Geheimnis macht und doch in dem das Beste zustande bringt, was er aus sich herausholen kann. Muss aber zugeben, dass ich mehr von dem Zustandekommen fasziniert bin, als vom Film selbst. Es ist so eine ähnliche Situation wie mit dem ersten Mad Max Film. Der erste Mad Max Film ist meiner Meinung nach unglaublich schlecht gealtert und eigentlich nur noch zu genießen, wenn man die ganzen Insiders und Geschichten vom Dreh kennt und weiß, dass sich das Mad aus dem Titel mehr auf die Dreharbeiten als sich auf Max selbst bezieht. Der Unterschied zu Bad Taste aber, Bad Taste kann man ohne dieses ganze Background-Wissen genießen, gerade weil sich der Film nicht ernst nimmt. Wer trotzdem noch mehr wissen will, den empfehle ich die Dokumentation Good Taste Makes Bad Taste für noch genauere Einblicke wie zum Beispiel Jacksons erste Filme, die er als kleiner Junge draußen im Garten mit Freunden drehte oder wie er sich schon im zarten Alter an schwierige Sachen wie Stop Motion wagte. Und mit dieser Empfehlung möchte ich mich nun verabschieden. Aber wer weiß, vielleicht sehen wir uns bald wieder. Hier auf dem Kanal, ehemals bekannt als Seelenfusel, dann ganz kurz umbenannt in The Outtakers, aber jetzt mit dem wunderbar einprägsamen Namen Kreativ, aber Scheiße.